Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Jigsbox von Jigo. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jigs von Jigo, das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist, wenn ich richtig liege, das dritte Album von Jigo. Das Ganze kommt hier in einer Box, in einer etwas flacheren, quadratischen Box. Rein so vom Format her könnte man darauf schließen, dass sich hier eine Vinyl befindet. Ist allerdings nicht der Fall, aber dafür haben wir diverse andere Sachen drinnen. Als erstes werden wir wie immer die Folie entfernen. Einmal hier seitlich einschneiden. Und dann können wir hier die Folie wunderbar abziehen. So. Es sieht von der Optik so aus, als wäre diese Box irgendwie etwas abgenutzt oder irgendwie etwas ja, verfärbt, beschädigt, wie auch immer. Das ist allerdings hier Teil des Artworks. Also oben dieser grau-weiße, verwischende Farbverlauf, der ist hier wirklich beabsichtigt beim Artwork. Dann lesen wir hier den Albuminterpreten Jigo. Darunter riesengroß den Albumtitel Jigs. Und dann haben wir hier noch so ein silbernes Element, wie so eine kleine Plakette mit dem Logo, mit dieser Rose. Ja, ansonsten hier rundum alle Seiten in Hochglanzschwarz. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Jigo Jigs produced by. Dann haben wir hier die einzelnen Produzenten, die hier mit dabei waren auf dem Album. Dann die diversen Logos. Und natürlich ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist abnehmbar. So, von innen in weiß. Und das ist der Boxinhalt. Also, als erstes haben wir hier einmal das Album an sich. Kommt hier in einem Jewelcase. Dann haben wir hier einen Windbreaker. Weiter geht's mit einer Autogrammkarte. Dann haben wir hier Sticker, 1, 2, 3 mal, dann noch zwei weitere Sticker, einen Patch, ein Poster und was haben wir hier noch? Jigo Lost Tape. Okay, also hier hinten haben wir noch einen QR-Code. Okay, so, dann packen wir die Box mal zusammen. Und machen die dabei zur Seite und starten wie immer mit dem Album an sich. Was auf jeden Fall erfreulich ist, es gibt in dieser Box gar keine Plastikverpackung. Also wirklich kein einziger der Inhalte ist hier irgendwie noch in Folie oder irgendwie eingeschweißt. Alles kommt hier ohne, das ist schon mal gut, zumindest für die Umwelt. So, was lesen wir hier? Jigo Jigs, dann haben wir hier ein Herz, das hier mit Dornen bzw. Stacheldraht umrankt ist und in diesem Herz steckt auch ein Schwert. Ja, erinnert mich ein bisschen so an diese alten Designs von Ed Hardy etc., aber sieht auf jeden Fall gelungen aus. Rechts unten nochmal diese Plakette, allerdings in Gold. Jigo, Jigs, Jigo und auf der Rückseite dann die Tracklist. Wir haben 13 Tracks an der Zahl, zwei Features sind mit dabei, einmal Azad und einmal Ardian Buyupi. Dann auch hier wieder die Infos, Labels, Logos, okay. So, dann schauen wir mal rein. Als erstes geht es natürlich ins Innenleben, bedeutet ins Booklet. So, was haben wir hier? Okay, zum einen mal haben wir das Booklet hier so zum Aufklappen. Das ist spannend. So, drei verschiedene Fotos. Einmal hier Jigo scheinbar im Gefängnis. Dann einmal hier mit einer E-Gitarre. Und dann hier noch mit Azad auf der Stiege am Rauchen. Auf der Rückseite nochmals hier Jigo am Rauchen. Dann die Infos. Executive Produced. Okay. Ja, die Credits, muss ich ehrlich sagen, fallen jetzt etwas minimalistisch aus. Da hätte ich mir etwas mehr erwartet, was so die Infos zum Album betrifft. Aber okay. So, das Album, die CD an sich, ist diese hier. So sieht das aus. Und auf der Rückseite, wie wir sehen, ist auch noch eine CD, denn wir haben hier
auch noch die Album Instrumentals dabei. Jawohl, es gibt tatsächlich noch Instrumentals in der heutigen Zeit. Freut mich sehr. Und es freut mich auch, dass man die hier reingepackt hat. Dass man es geschafft hat, die hier mit dem Album in diesem Jewelcase unterzubringen und nicht in so einer Papphülle hier beizulegen. Das hat man auf jeden Fall verstanden. So, als nächstes haben wir hier mit dabei ein Poster. Das ist hier Format A3. Einmal im Querformat hier, das Design der Box. Und auf der Rückseite das Foto hier an den Knaststäben, an diesem Knastgitter. Chico Cheeks auch hier wieder zu lesen. Ja, so sieht das aus. Beidseitig bedrucktes Poster, beide Seiten im Querformat. Als nächstes haben wir die Sticker. Und zwar haben wir hier insgesamt 5 Stück. So, also der hier ist dreimal mit dabei. Chigo, Schriftzug und dann wieder diese Rose. So sieht das aus. Kann man dann hier entsprechend rauslösen, oder? Schau mal ganz kurz. Ah, okay, spannend. Also wenn ich das jetzt richtig interpretiere, dann sind die voneinander gar nicht getrennt, sondern es ist wirklich ein durchgängiger Streifen. Und ja, dann kann man sich natürlich überlegen, ob man das jetzt wirklich so dreifach nebeneinander anbringt oder ob man dann vielleicht mit der Schere hier das Ganze drittelt. Ja, ist natürlich dann euch überlassen, wie ihr das macht. Dann zwei weitere Sticker. Einmal dieses hier, Red Roses Tour Chigo und einmal MVP Chigo. Also 5 Sticker, beziehungsweise 3 Sticker, wenn man die nicht zerteilt. 3 verschiedene Motive, einmal rechteckig, einmal kreisförmig, einmal quadratisch. So wie auch dieser Dreifachsticker haben wir dann diesen Patch hier mit dem Rosenblatt, oder nicht dem Rosenblatt, nein, der Rosenblüte und darunter wieder Schriftzug. Der sieht echt sehr gut verarbeitet aus, also hier ist nicht irgendwo großartig ein Fehler oder irgendwelche Nähte zu viel, nein, der sieht echt verdammt gut aus. Und auf der Rückseite sieht das so aus. Also kann man sich entsprechend drauf machen, auf die Kleidung, auf den Rucksack, wo auch immer man möchte. Eine Autogrammkarte ist mit dabei, die kommt hier mit weißer Unterschrift. Die hat hier schon etwas gelitten, die Unterschrift, aber das ist nun mal so, wenn man so viele Autogrammkarten unterschreibt und dann die nächste drüber legt und so weiter, dann wischt das hier etwas ab. Ja, genauso ist es nämlich passiert. Hier haben wir wieder weiße Schrift, also hier hat meine Autogrammkarte bei einer anderen die Schrift etwas verwischt. Merch-Shop und die Daten zur Tour. Und ja, handsignierte Autogrammkarte im Hochformat. So, als nächstes haben wir dann dieses kleine Kärtchen hier. Und zwar haben wir hier Lost Tape. Bedeutet, hier haben wir dann noch Bonusinhalte. Auf der Rückseite haben wir einen QR-Code, den man hier dann entsprechend einscannen kann, um sich das runterzuladen. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier eine Jacke, einen Windbreaker. So, und zwar sieht das Ganze so aus. Kommt hier in schwarz. Hier unten bei der Bauchtasche lesen wir Future Kid. Oben auf der linken Brust dann die weiße Rose nochmal aufgedruckt. Der Reißverschluss, der geht hier nicht ganz durchgängig, sondern ist hier wirklich dann bei der Brust oder bei der Bauchtasche dann hier beschränkt. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Hier nochmal groß der ganze Rücken voll, also der Backprint hier dieser Rose. Okay. Und wir haben hier natürlich dann auch diverse Möglichkeiten, Sachen zu verstauen. Zum einen haben wir hier natürlich links und rechts den Eingriff, der hier sogar noch mit einem Klettverschluss versehen ist. Okay. Also der ist hier dann auch durchgängig. Hier kann man dann wirklich Sachen reinmachen. Und wir haben hier oben dann natürlich auch noch einen weiteren Klettverschluss. Und hier befindet sich dann auch noch ein Reißverschluss. Und hier kann man dann auch nochmal Sachen drin verstauen, in diesem Geheimfach mehr oder weniger. So. Und was haben wir dann hier noch? Wir haben hier dann auch noch Reißverschlüsse an der Seite. Beziehungsweise... Ah ja, okay. Also tatsächlich nur links. Okay, spannend. Auf der linken Seite dann hier unten noch diesen Reißverschluss, der hier gerade irgendwie eingezwickt ist oder... Keine Ahnung. So, jetzt... Kann man hier noch etwas aufmachen, um das Ganze etwas luftiger zu gestalten.
Die Ärmel sind hier so gerafft, also etwas enger vernäht. Und ansonsten, ja, Reißverschluss, Kapuze. Und die Kapuze kann man dann hier auch entsprechend zuziehen. Also man hat hier diese zwei Elemente, bedeutet, hier kann man dann die Kapuze enger machen, wenn man möchte. Das Ganze ist hier One Size, also man konnte die Größe nicht separat auswählen, Größe L. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Aufhänger. Und jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier irgendwo Infos finden zu... Ah ja, hier haben wir zwar keinen Reißverschluss, aber hier kann man auch nochmal unten den Bund enger machen. Ob wir hier irgendwo Infos finden bezüglich Material oder Herstellung. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann hier leider nichts finden. So, wir werden das Ganze mal kurz auf links drehen. Ah doch, na bitte, da haben wir es, ja. So, was haben wir hier? Wir haben hier Manufactured for TB International GmbH Deutschland, okay. Das Ganze ist 100% Polyester. So sieht das aus, okay, 100% Polyester. Und hier lesen wir es, Made in China. Grüße gehen raus. So, dann drehen wir die Jacke wieder richtig rum und falten die wieder zusammen. So, einmal und zweimal. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Windbreaker hier in schwarz mit den weißen Aufdrucken Größe L. Dann diese Downloadkarte hier für Lost Tape. Die Autogrammkarte von Chigo Original unterschrieben. Der Patch hier in der Rosenoptik plus Schriftzug. Die Sticker, wie gesagt, 5 Stück an der Zahl. Und das Poster, beidseitig bedruckt, beide Seiten im Querformat. Und natürlich das Album im Jewelcase inklusive Album Instrumentals. Das Album kommt mit 13 Tracks und 2 Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Chicks von Chigo. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Chigo unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.